Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein cooles und verlängertes Pfingstwochenende. Also ich kann euch mal so aus dieser Gegend erzählen, es war alles mit dabei. Bunter Sonne, Regen, Windmix vor allen Dingen. Aber war dennoch, glaube ich, ein ganz gelungenes Wochenende. Ich meine, ich habe seit Freitag noch so einen Nebendienstbereitschaft. Wisst ihr, mache ich ab und zu mal. Und da musste ich dann am Montag auch so ein paar Stunden was tun, aber nichts Wildes. Also alles ganz easy, alles ganz locker, aber hat natürlich am Wochenende auch wieder stattgefunden. Die Clan-Stadt-Überfälle, ich wollte gerade sagen Überfallszenarien. Nein, die Clan-Stadt-Überfälle, aber da gehe ich heute mal nicht drauf ein, denn ich glaube, der Hannes in den Kommentaren hat geschrieben, schön wären ja mal so ein paar CWL-CK-Angriffe. Stimmt, haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. Und klar, Liga haben wir auch gehabt. Hier ist was ganz Mysteriöses passiert heute in der Liga. Aber Titel habt ihr gesehen, ja, Russia Russian. Ich habe das einfach mal so genannt. Ich habe nach einem Titel eigentlich gesucht und wusste eigentlich schon vor ein, zwei Tagen, dass ich darüber eine Folge bringe. Ich hoffe, ich kann es jetzt auch noch zeigen, aber ich glaube schon. Und denn wir sind so ein bisschen ja mit gemischten Gefühlen in die Liga gestartet. Natürlich, wir gehen mal rein. Wir sind aktuell in einem Kampftag. Natürlich wieder nicht alle angegriffen, weil es ja erstmal die ganzen Leute müssen sich ja erstmal alle finden. Er hat, ich meine, 13 von 15 Angriffe. Danach hat es halt zwei nicht mehr gegeben. Und ich habe auch dann im zweiten Clankrieg einen, glaube ich, nur austauschen müssen. Aber haben wir gewonnen. Passt so. Wir sind ja bis runter auf Rathaus 12 Ebene im Moment. Und den haben wir haushoch verloren, muss man ganz klar sagen. Und das waren auch keine Rusher, das war ein echtes Team. Und die haben uns hier zuhauf gedreht. Da konnten wir nicht wirklich gegen, sagen wir mal so, uns wirklich zur Wehr setzen. Und hatten dann allerdings, wenn man dann so ein bisschen in die Klassifizierung guckt, also wo steht man eigentlich so ein bisschen, also wenn man hier so ein bisschen raufschaut, dann ärgert es einen schon, wenn man dann diesen Clan Red Hat Child vor sich hat und stellt fest, Alter, das sind alles nur Rusher. Ja, das sind alles nur, oder viele, viele Bases sind gerusht. Ihr werdet das sehen. Ihr seht hier unten, haben wir noch einen 13er. Und ich glaube, ab hier geht das mit 14 los, hat Avatar auch erledigt. Und auch Herr Mortus hier unten hat was erledigt. Ich meine, wir haben dann natürlich, ich habe eine E-Mail losgetreten, also eine Mail. Ja, bitte von unten nach oben schauen, wo was geht. Also vielleicht die unteren oben irgendwo zwei Sterne holen und die oberen holen unten bei der klassischen Rusher-Bande dann die erforderlichen drei Sterne und würde die Rusher-Gruppe gerne schlagen. Ist uns sogar gelungen. Aber wir gehen mal rein. Wir können ruhig von oben nach unten reingehen. Gar keine Frage, auch wenn das zwei Sterne sind hier. Ihr hört ja jetzt auch natürlich auch immer mal ab und zu mal neue Namen, die hier reingekommen sind in der letzten Zeit und die sich aber, glaube ich, ganz gut wiedergefunden haben hier. Also erstmal Lord Arek hier mit einem, was ist eigentlich ein Yeti Smash, ne? Oder Yeti Super Bowler Smash mit Queen Charge vorweg. Also nicht klassisch, sage ich mal, mit einem Wardenbox, sondern mit einem Queen Charge hier oben. Und ist eine verdammt knappe Sache gewesen, muss ich sagen. Muss er wahrscheinlich auch sagen. Aber so ein bisschen ist ärgerlich, dass manchmal der gerade der Wutzauber Truppen nochmal umlenkt, wo sie dann gar nicht hin sollen, weil sie halt so viel in Power stehen, also so viel gerade Saft drauf haben, dass sie nochmal so ein bisschen umgelenkt werden, Richtung zum Beispiel Richtung Helden, die dann da stehen, denn die sind natürlich immer ganz, ganz begehrt, dass man die umnietet. Und ihr seht, hier unten entwischen ihnen auch ganz, ganz viele Truppen, die da eigentlich in die Mitte reingehören, aber ganz starkes Kampfholz hier. Und ist auch eine starke Truppe. Allerdings hatte der Gegner auch fast in allen Clanburgen die Super Minions-Minions-Kombo. Ich meine, der kommst du dann eigentlich relativ schnell auf die Schliche. Und der Gift muss halt perfekt sitzen. Ich setze ja immer noch ganz gerne noch so einen zusätzlichen Fries da mit rein, um ganz sicher zu gehen, dass sie dann auch wirklich im Gift verenden. Und ich finde auch trotzdem schöne drei Sterne hier. Zwei Sterne, entschuldige bitte. Schöne zwei Sterne, die auch unheimlich wichtig waren. Also das war jetzt relativ hoch natürlich angegriffen, aber manchmal geht es ja auch nicht anders. Vor allen Dingen nicht, wenn sich halt die Unteren nicht wirklich trauen,
oder halt auch nicht wollen, dass sie oben vielleicht nur einen Stern holen und dann failen. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann ist man da eher vorsichtig und greift dann doch so ein bisschen in seiner Range an. Aber es gab ja auch einen Angriff, da habe ich hier auch wirklich mal wieder richtig scheiße geschrien. Kommen wir aber zu. Unmögliches Ding, weißt du. Wir müssen hier die katastrophalen Sterne holen. Und mein Kaffee wird wieder kalt. Und der Gegner fehlt natürlich auch. Und je mehr der Gegner fehlt, desto weniger müssen wir uns, sag ich mal, anstrengen. Ich will es mal so sagen. Sag ich mal anstrengen, um hier immer drei Sterne zu holen. Ihr wolltet auch eine Defensive sehen, habe ich gelesen. Na, der Hannes hat geschrieben, Thorsten, mach mal Def. Ich mach mal Def. Die Def hier zeige ich euch nicht. 13 auf 4. 13 auf 3, das ist halt auch ein Hit-Up. Der Gegner hat es halt genauso probiert. Aber die 3 auf mich hier, also ich will nicht sagen krankere Angriffe gesehen, aber ich habe schon bessere Angriffe auf meine Base gesehen. Ich meine, meine Base, das ist immer noch meine einzige CK-Base. Ne? Ich habe immer noch keine andere. Ich habe ja vor Wochen schon mal erzählt, ich muss dringend mal ein paar CK-Bases haben, aber ich immer noch nicht. Hält doch. Und vor allen Dingen hier in der CWL. Und aber das war ein echtes Gekrampf hier. Meine Herren, das habe ich mir im Nachgang auch nochmal angeguckt. Und der hatte ja irgendwie auch einen bunten Truppenmix dabei. Ne? Aber auch hier wieder starkes Kampfholz. Ich glaube, ist im Moment, ich will nicht sagen die effektivste Belagerungsmaschine, aber sie ist schon ziemlich, ziemlich stark. Also sie setzt sich auf jeden Fall von den anderen Kampfmaschinen, glaube ich, zurzeit stark ab. Und aber er probiert es halt mit allem erstmal das Rathaus zu kriegen und hat jetzt erst 16%. Macht da hinten vor allen Dingen, das ist mir auch nicht ganz, ganz klar gewesen, warum er hier hinten, also da, wo er das jetzt macht, seine Erdbebenzauber setzt. Und jetzt kommt er da nicht mal mit Bodentruppen. Nein, er probiert es gegen den Feger. Ich habe hier irgendwie, manchmal muss man auch ein bisschen lachen. Ich meine, ich mache mich eigentlich nicht über den Gegner lustig oder so. Ich finde eher den Angriff lustig. Ja, versucht es gegen den Feger, macht er auch nichts gegen. Ich meine, was will er auch machen? Er hat noch einen Zauber hier, einen Erdbebenzauber. Das ist mir auch ein Rätsel. 4 reichen immer für viele, viele Mauern, egal ob Level 1 oder Max Level. Und 2 Lager. 2 Lager hat er da oben jetzt geschafft. Und jetzt kommt er endlich mit den Bodentruppen, wofür er eigentlich das Löchlein da gemacht hat. Ja, die gehen jetzt aber erstmal schön außen rum. Also seht ihr hier auch mal eine Defensive. Gar keine Frage. Dass die jetzt auf mich ist, ist natürlich eher ein bisschen Zufall, sage ich mal. Aber ich habe hier auch schon abgekrampfte 2 Sterne auf meine Base gesehen. Also mit gerade mal so ganz, ganz knappen 50%. Und aber es war hier wirklich, wirklich mau. Und ich meine, sind wir ehrlich, solange der Adler ballert, der Adler ist auch immer noch die stärkste Verteidigungseinheit, weil sie einfach das ganze Feld überbrückt. Und guck mal, wie weit die jetzt von den Truppen weg ist. Das heißt, die wird die ganze Zeit schießen und da kommst du dann außen auch nicht mehr wirklich gegen an. Also 40% hier. Nette Def, würde ich mal sagen. Nimmt man gerne mit. Ja, also Gegner hat auch schön gefehlt hier, aber hat hier auch bei uns in den unteren Bereichen, glaube ich, 3 Sterne geholt. Skull hier 4 auf 4, also auch doch so ein bisschen mehr auf Kopfhöhe oder auf tatsächliche Nummernhöhe gekämpft. Wobei ich auch hier nicht wirklich gedacht hätte, dass das 3 Sterne wären. Muss ich wirklich mal sagen. Aber auch hier seht ihr, dass das Kampfholz hier mit im Einsatz ist. Also ich glaube, das ist im Moment in aller Munde. Ich weiß nicht, ob das vielleicht demnächst ein bisschen genervt wird, dass das Holz nicht mehr ganz so viele Felder rollt. Denn das geht ja in der Regel bis zum Rathaus durch. Manchmal ja sogar bis das Rathaus weg ist. Und ich will nicht sagen, das ist dann schon fast eine unfaire Masche. Sondern, aber ihr seht das hier, das geht jetzt wirklich erst am Rathaus auf. Und ist natürlich super gewesen für den Skull. Unten noch mit dem Erdbebenzauber wieder aufgemacht, das Ganze. Und dann geht es hier mit den, so ein klassischer Spam-Angriff will ich nicht sagen, aber ich hatte jetzt auch in den Kommentaren gesehen, dass jemand geschrieben hat, ja, mein Golem ist 6 und der hält aber nichts. Ich meine, die Golems halten eigentlich nur immer dann, natürlich, wenn
Multi-Infernos am Start sind, dann halten die Golems sehr, sehr gut. Sobald der Single-Inferno sich natürlich auf den Golem eingeschossen hat und da drauf klebt, kannst du nichts mehr machen. Aber so ist mit dem Multi, und ihr seht, das hier ist auch nicht mehr wirklich viel auf dem Feld und trotzdem werden das 3 Sterne. Ihr habt es gedacht, aber der Royal Champion ist da unten noch und rasiert. Aber ihr seht das hier, also gegen Multi-Inferno ist es kein Thema. Da hat auch der ausreichend Trefferpunkte und kann hier jetzt noch ein bisschen mit Cleanup machen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Kann hier noch ein bisschen Cleanup mitmachen. Und unten hilft noch die Hexe, so ein paar Knabberskelette da. Die brauchen natürlich ewig für die Mauer. Also das meiste macht hier jetzt im Moment der kleine mechanische Hund dort. Ja, das Pet. Und mir fällt der Begriff mal wieder nicht ein. Und Lassie. Sag das doch gleich. Lassie. Ja, kann nur Lassie sein. Und aber den meisten Cleanup macht halt der Royal Champion. Also schönes Ding hier. 100% vom Skull. So, wir gehen mal weiter. Ich muss mich ein bisschen daran erinnern, welcher Angriff das war, der so ultra, ultra eng war. Home Button 97%, ja. Es gab da noch einen, der war ultra, ultra eng. Aber ich habe hier zum Beispiel ganz klassisch gedippt. Also das bleibt natürlich nicht aus, dass dann bei solchen Sachen, obwohl ich hab gar nicht gedippt, war sogar 14 gegen 14, aber deren 10er ist halt ein geraschtes Rathaus, Rathaus 14. Ihr seht das auf Stufe, was ist das da? Auf Stufe 2. Und der Rest der Defensive ist so ein bisschen auf, ich würde mal so sagen, wenn ich das jetzt so überblicke, auf Rathaus Level 11 stehen geblieben. Klar haben die immer einen Level 5 Adler. Ja, das haben die in der Regel immer. Aber der Rest ist halt stehen geblieben. Und solange gewisse Sachen wie so ein Magierturm oder so ein Minenwerfer nicht mehr weitergelevelt werden, verbleiben die da unten auch. Die haben auch alles an Defense. Aber wie gesagt, meistens haben sie dann die 3 Sachen, die natürlich sehr starke Defense darstellen, wie die Adler-Artillerie, wie den Scattershot oder wie die beiden Scattershots auf Max-Level, und der Rest verbleibt dann da erstmal. Entweder machen die da gar nicht großartig weiter, ja, Tesla geht glaube ich auch noch, aber der Rest ist halt dann ja, an der Stelle nicht mehr ganz so stark. Und ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr genau, wir gucken jetzt gleich mal hin. Es kann sein, dass der Kollege hier nämlich gar keine Clanburg hatte. Auch das ist hier zuhauf wieder da gewesen in den Clankriegen, dass die keine, oder dass es immer mal eine Base gab, die keine Clanburg hat. Das ist dann meistens der alle anderen gefüllt hat. Da brauche ich euch auch nichts Neues zu erzählen. Das kennt ihr auch. Ja, du füllst die Clanburg und deine bleibt leer. Aber nee, der hat Clanburg gehabt. So ein bisschen, da kam ja jetzt schon gerade ein bisschen was raus. Und da seht das auch, die 3 Super Minions und die kleinen Minions vorweg. Aber der Hybrid ist im Moment auch immer noch, oder ist wieder, glaube ich, sehr, sehr stark. Und gegen das Design hier, dieser Base hier, glaube ich, war das, ich meine, du musst irgendwo anfangen. Der hat seinen Rathaus halt da unten irgendwo hingeklatscht, hat die paar Mauern, die er hatte, da irgendwo auch nur rangeflanscht an die Base. Mehr ist das ja nicht. Und aber vom Grund aus her würde ich sagen, ist das ein Rathaus 11, Schräger 12 Base. Mehr nicht. Und deswegen musst du einfach irgendwo anfangen. Also da plane ich dann auch nicht so ganz akribisch, wo könnte meine Queen hingehen. Da haue ich die einfach raus, die macht schon das Richtige. Ja, und wenn die da nicht das Richtige macht, dann wird sie halt in die richtige Richtung gelenkt. Aber nichtsdestotrotz, 3 sind 3. Und wir haben dann ja auch am Ende sogar sehr, ja, ich will nicht sagen mit großem Abstand gewonnen, aber 31, 28 ist ja in Ordnung. Aber es gab noch einen Angriff vorher. Ich muss echt mal schauen. Avatar, Mortus. Da ist natürlich auch ein 1-Sterner, aber also ihr seht auch, wir haben hier ein bisschen Federn gelassen. Aber es gab hier einen Angriff. Ja, der war es. Na Leute, da habe ich echt, ich habe auch in den Chat, glaube ich, reingeschrieben. Ich meine, das kann man sogar noch sehen, weil wir ja gar nicht so viel tippen hier. Werden die Liga halten? Natürlich werden wir die halten. Sollte gewonnen sein. Sehr starker Angriff. Warte mal. Ich glaube, ich habe es noch. Da, Herstur. Dein Ernst? Ey. Och Mensch. Ich meine, ich kenne einige Leute noch gar nicht und kenne auch deren Angriffsstrategien nicht. Aber das ist schon wieder eine. Das ist schon eine Truppe. Mann, dann, weißt du, da denkst du, oh nein, mach das nicht.
Er ist dann Rathaus 13 gegen Rathaus 14 und mit Batsch. Also nicht ganz klassisch Batsch. Er hat ein paar Riesen dabei, aber der Rest ist Mann. Da habe ich gedacht, oh Mann, und auch die Auswahl der Zauber lässt zu wünschen übrig. Aber es sind 2 Sterne geworden, Leute. Es sind 2 Sterne geworden. Und das beeindruckte mich dann an der Stelle schon wieder. Und da habe ich auch, ich habe selber zu mir gesagt, komm Thorsten, lass es richtig nicht auf, ist nicht gut fürs Herz. Und wenn er meint, er muss das hier so machen und die Sterne zeigen ja den Erfolg, dann ist das so. Ja, ich habe den von Anfang bis Ende gesehen, den Angriff, und habe echt gedacht, ich habe hier gebetet, lass es 2 Sterne werden, lieber Gott. Bitte, 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 bitte. Weil ich habe dann ja auch erst so eine Sekunde später festgestellt, dass er mit Bartsch echt angreift. Ne? Mann, ja, nicht ganz Bartsch, es sind ein paar Riesen dabei, okay. Okay, es sind ein paar Riesen dabei, aber ich meine, er setzt hier auch, ne, viel Kleinvieh, macht auch viel Mist, gar keine Frage. Rathaus fällt, ja, das machen die Helden, schön den Worden in die Ability reingenommen, und er hat jetzt sogar noch den Ballon hier, den er sich noch ein bisschen aufspart, um, ja klar, um die restlichen Prozente zu holen. Wurde aber schon schwierig. Ihr seht das da, die 3 Super Minions wieder, nur im Gift, nicht im Freeze. Und der Gift ist dann auch kein Max-Gift gewesen, glaube ich. Ich glaube, du brauchst ein Max-Gift, aber er hat echt Glück, dass, oder hat er doch nochmal gefrostet, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ihr seht das, er hatte ja jetzt auch nur Loons drin, nichts anderes. Und gegen den Scattershot versucht er hier noch die letzten Prozent rauszuholen. Und mit der Kanone gelingt ihm das auch. Mann, Leute, das geht nicht. Das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht mit Barbaren angreifen. Ich meine, okay. 15 Magier hat er dabei gehabt, aber der Rest, Mann, Mann, Mann. Ich kann mir das nur so vorstellen, war ja recht zum Ende hin, oder war es wirklich zum Ende hin? Warte mal, wann waren die 2 von Herstur? Ja, ich meine 40 Minuten vor Schluss und die Klankriege, muss man dazu sagen, endeten hier auch eher, ich nehme den mal vom Mortus und nicht immer von mir. Ist halt auch ein Dip hier, Herr Mortus. Ne? Auch das will ja gelernt sein, sauberes Dippen. Aber ihr seht auch, das hier ist eine gerushed Base, natürlich immer mit vollem Adler. Und was er aber auch nicht hat, er hat, so wie ich das sehe, keine Scattershots in der Base. Das heißt, er hat noch keine gebaut und will wahrscheinlich auch keine bauen, weil er denkt, aha, ich bin ein Rusher. Meine Base ist zwar nicht so stark, aber ich mache euch alle nieder. Ja, okay, mach mal. Alles klar, mach mal. Ich glaube, hat er aber trotzdem nicht gemacht. Aber Ortus hat natürlich hier leichtes Spiel, sage ich mal, Richtung Adler zu kommen. Also da brauchst du jetzt noch nicht mal so richtig großartiger Funnel-Künstler sein. Aber auch hier perfekt im Gift mit Freeze. Also auch da geht Mortus, so wie ich, auf Nummer sicher, dass die erstmal lange im, im Gift stehen. Und mit dem Ende des Gifts, wenn er denn ausläuft, sind die dann auch Geschichte. Aber der Rest dieser Base hier oder solcher Bases, da muss man dann keine Angst vor haben. Ne? Muss man ehrlich so sagen, denn die Defensive ist dann einfach zu schwach für die Übermacht der starken Rathaus Level 14 Truppen. Und da kannst du dann höchstens einen schlechten Tag haben, dass du nur 2 Sterne mit einem Timefehler holst oder so. Was ich jetzt bei Mortus auch nicht wirklich glaube. Also der greift dir ja auch nicht das erste Mal an. Und also ich mache mir da wenig Sorgen über solche Bases dann. Ich gehe da einfach drauf. Das machen dann meine Truppen schon. Fertig. Ne? Manchmal ja auch gerade bei so einem Hybrid-Angriff musst du ja erstmal gucken, wo geht die Queen hin. Aber hier kann, ich meine, das ist eine schöne Boxbase hier mit den Feldern. Und da kannst du deine Queen immer schön durch ein Feld laufen lassen und den Rest irgendwo. Ja, der Rest startet irgendwo. Ich muss es einfach mal so sagen. Ja, aber hab da ein bisschen jetzt wenigstens mal eine Dev gesehen und ein paar, ja klar, CWL-Angriffe. Ich meine, wir sind jetzt schon wieder bei 18 Minuten und ich könnte natürlich unheimlich viel für euch aus dem Clan Herausforderer, und natürlich springe ich morgen rein in den Clan Free-to-Play. Die Folgen kommen jetzt wieder ein bisschen später, weil sich mein Leben wieder ein bisschen verändert hat in der Form von ich fahre mal ins Büro, ja, und deswegen komme ich nicht unbedingt so früh zum Aufnehmen und nehme dann abends meistens nicht auf, weil
die High-Phase ist dann halt noch später, als dass ich aufnehmen könnte. Denn es hat, also wir haben dann den nächsten Clankrieg auch relativ, auch 32-29 mal alle angegriffen. Perfekt, das war dann gegen den dritten. Und im Moment, glaube ich, steht es 2-2. Aber ihr seht, der Clankrieg läuft noch 19 Stunden. Als ich nämlich heute Nacht geguckt habe, war es so, dass da plötzlich stand, bis zum nächsten Clankrieg noch 9 Stunden. Und ich meine, so gegen 1 Uhr, 2 Uhr oder so hat unser Clankrieg erst immer geendet. Und ich habe gedacht, oh, jetzt haben wir mal ein heftiges Zeitloch dazwischen, also eine heftige Zeitverschiebung. Woher die kam, weiß ich jetzt nicht, muss ich sagen. Oh, wieder drei Sterne hier. Lord Arek 2. Okay, gucken wir uns dran an. 12 auf 11. Jo. Aber sogar einen kleinen Vorteil mal. Und also haben hier ein massives Delay. Ich meine, ich habe gestern gesehen, dass es wohl oder vor 5 Stunden oder so eine Wartungspause gab, mit wo serverseitig so ein bisschen was getan wurde. Aber so richtig konnte ich es mir und meinen Leuten auch nicht erklären, warum hier so ein großes Delay war. Also warum jetzt plötzlich die Zeitverschiebung so hart war und der nächste CK jetzt weit über 9 Stunden zurück lag. Also der Start und nicht unmittelbar danach. Manchmal liegen da ja ein paar Minuten zwischen. Oder ob das aufgrund der extremen Zeitverschiebungen der Clans jetzt ist. Das versuche ich mal rauszufinden. Oder vielleicht habt ihr da eine Idee, warum das manchmal nur ein paar Minuten sind. Manchmal startet der nächste Clankrieg sofort. Boah, witzig hier der Arek. Sprungzauber, aber das Kampfholz geht ja immer noch ganz easy peasy durch, ne? Muss man ja so sagen. Das Kampfholz geht noch ganz easy durch. Und da hätte er den Sprung auch woanders setzen können. Aber okay, zwei haben den dann doch da oben noch genutzt, sehe ich jetzt gerade. Und aber auch hier das Kampfholz wieder ganz, ganz stark durch die, ich würde sagen, so ziemlich durch die ganze Base gerast. Ja, erst nach 20 Minuten ist der Kaffee wirklich kalt. Aber schön gemacht hier mit dem Yeti Smash. Und ich glaube, es war ja ein Yeti Smash. Naja, Yeti Bowler. Ich glaube, das nennt man dann Yeti Smash. Und okay, da hat er jetzt ein bisschen Pech hier, dass der King erstmal drauf geht. Aber hat er jetzt noch... Ah doch, der hat noch... Die haben auch noch Baskets da, alles klar. Also die kleinen Mini-Mites, die Mini-Yetis. Und dann ist das auch nicht so schlimm, wenn dann ein Single schießt. Oftmals geht er dann von den kleinen Yeti-Mites kaputt. Schön, eine Truppe löst da die Tornado-Falle aus. Wunderbar. Hat auch noch ein bisschen Luck. Und dann war es am Ende doch relativ... war doch recht knapp, aber er hat noch 1, 2, 3, 4, 5 Yetis. Heiler noch am Start, die Yetis nochmal hochheilen. Und ihr seht das jetzt, die Masse macht es natürlich hier gegen den Inferno. Und wenn die ja Schaden kriegen, dann gehen die kleinen Mites raus. Zack, dann war es das. Und dann ist auch der Inferno-Geschichte. Wunderbar, schön gemacht. Also wir führen hier. Und ja, ligaseitig, glaube ich, sieht es bei uns ganz gut aus. Wir werden nicht aufsteigen. Ich hätte jetzt fast gesagt, neues Ziel, Zweiter werden. Aber unser Ziel ist eigentlich Liga halten, reicht. Und das werden wir in jedem Fall ganz easy peasy machen hier. Freue ich mich auch drauf, dass das so jetzt doch recht rund ist hier. Und wir mit den vielen, vielen neuen Leuten, die wir hier ja jetzt auch spielen, hier recht erfolgreich sind. Also so jetzt auf unserem Niveau. Und ja, wie gesagt, morgen springe ich mal in den Clan Free-to-Play, wie es denn da aussah. Und ich hoffe, jetzt so nach Pfingsten hat euch die Folge ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clashed.